Projekt Underground Sun Conversion Flexible Storage ging es uns primär darum, die saisonalen Speichermöglichkeiten für erneuerbaren Strom in ausgeförderten Gaslagerstätten weiter zu erforschen. Erneuerbarer Strom wird nicht dann produziert, wenn wir ihn brauchen, sondern dann, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht. Um erneuerbare Energie zu speichern, müssen wir diese in einen speicherbaren Energieträger, das kann entweder Wasserstoff oder Methan sein, umwandeln. Wir brauchen daher möglichst flexible Systeme zur Speicherung, da die Erzeugung von erneuerbarer Energie nicht oder nur bedingt steuerbar ist. Die Geomethanisierung bietet einen Weg, diese Energie dann abzunehmen und aus grünen Wasserstoff in großen Mengen unter dem Boden zu speichern. Der gelagerte Wasserstoff wird während der Speicherdauer im Untergrund zu Methan umgewandelt und Methan hat eine dreimal so hohe Energiedichte wie Wasserstoff. Dazu kommen die klassischen Vorteile eines Gasspeichers wie der sehr geringe Landverbrauch und das enorme Speichervolumen. Außerdem kann die Energie fast beliebig lang sicher gelagert werden und schnell wieder entnommen werden. Eine der wesentlichen Herausforderungen im Rahmen des Projektes bestand in der Weiterentwicklung der Underground Sun Conversion Technologie in Richtung Kommerzialisierbarkeit. Und hier ist es uns gelungen, mehrere Varianten zum flexiblen Zusammenspiel von Umwandlungstechnologien und Speicheroptionen zu erarbeiten und zu testen. Also der Schwerpunkt dieses Projektes lag auf der Umwandlung von grünem Wasserstoff durch Mikroorganismen, die natürlich in der Lagerstätte vorkommen. Und diese werden eben gefüttert mit Wasserstoff und mit Kohlendioxid und dabei wandeln sie eben diese Substratgase um zu Geomethan. Unter simulierten Lagerstättenbedingungen hier in diesem Labor konnten wir einen Bioprozess entwickeln, der sehr rasch, vollständig und reproduzierbar Wasserstoff und CO2 zu Geomethan umwandelt. Der Wasserstoff wird dazu aus überschüssiger erneuerbarer Energie produziert. Das CO2 stammt zum Beispiel direkt aus der Atmosphäre oder es wird bei industriellen Verbrennungsprozessen gewonnen. Der Vorteil des Geomethans liegt darin, dass die bestehende Gasinfrastruktur weiterverwendet werden kann, ohne dass sie großartig adaptiert werden muss. Wenn man CO2, das bei der Verbrennung von Geomethan frei wird, wiederum für die Geomethanisierung nutzt, so kann man damit einen Kohlenstoffkreislauf schließen und man hat einen Energieträger, der CO2-neutral ist. Neben den Laborexperimenten sind auch Untersuchungen unter realen Bedingungen sehr wichtig, denn erst so können die Laborergebnisse verifiziert und skaliert werden. Dazu fanden im Zuge dieses Projektes Feldversuche in einer ausgeförderten Erdgaslagerstätte hier in Pilsbach in Oberösterreich statt. Ein weiterer Fokus wurde auf die Bewegung, Verteilung und Umwandlung der Gase in der Lagerstätte gelegt. Die Daten aus diesen Versuchen fließen dann in eine Simulationssoftware ein und machen die Verwendung der Ergebnisse auch für andere Lagerstätten möglich. Wir konnten beweisen, dass im Untergrund sowohl die sichere Lagerung von Wasserstoff und CO2 als auch die komplette Umwandlung zu Methan möglich ist. Im Unterschied zu Österreich hat die Schweiz keine ausgeförderten Gaslagerstätten, die geeignete Bedingungen aufweisen. Gleichzeitig ist der tiefe Schweizer Untergrund vergleichsweise wenig erforscht und in vielen Gebieten unbekannt. In einem ersten Schritt haben wir Bereiche identifiziert, die durchlässig genug für diese Gase sind. Dann haben wir geschaut, in welchen Regionen die geologischen Formationen im richtigen Temperaturbereich liegen. Und zu guter Letzt haben wir abdichtende Formationen betrachtet, die sicherstellen, dass das Gasgemisch auch im Untergrund bleibt. Die daraus entstandenen Karten zeigen, in welchen Gebieten diese Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit erfüllt sind. Dort können wir mit standortspezifischen Untersuchungen beginnen, um erste Pilotprojekte in der Schweiz zu starten. Im Projekt haben wir verschiedene Varianten einer Umsetzung der Geomethanisierung entwickelt und auf ihre technoökonomischen Eigenschaften untersucht. Wie bei allen Power-to-Gas-Projekten spielt die lokale Verfügbarkeit von erneuerbarem Strom und dessen Kosten eine zentrale Rolle. Einen Einfluss haben unter anderem auch die lokalen geologischen Bedingungen, die Verfügbarkeit von konzentriertem CO2 sowie die regulatorischen Rahmenbedingungen. Die Anlagengröße wird durch die verfügbare Menge an Überschussstrom und damit der benötigten Größe der Elektrolyse bestimmt. In Zukunft wird in einem vollständig erneuerbaren Energiesystem die Produktion immer mehr im Sommer stattfinden, währenddem der Verbrauch im Winter zunimmt. Aus diesem Grund wird die saisonale und großvolumige Speicherung von Energie zentral. Unsere internationale Mission ist die Etablierung von sogenannten Hydrogen Valleys.
Ein Zusammenschluss auf regionaler Ebene von Wasserstoffproduktion, Stromproduktion über die Speicherung, den Transport bis zum Endabnehmer. Das ist ein regionaler Ansatz, den wir weltweit mitgestalten wollen. Energie ist nie ein rein nationales Anliegen. Und für eine internationale Anwendung sind die Erkenntnisse des Projekts sehr bedeutend. Als flexibler, sicherer und volumenstarker Speicher hat die Geomethanisierung in der Energiewende eine Rolle, die zu spielen es wert ist.